Hi meine Lieben. Was ist jetzt los? Hi meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Heute gibt es endlich mal wieder einen Shopping-Haul. Und zwar durfte ich ganz fleißig bei Halava bestellen. Ich habe die Sachen einfach schon so oft auf TikTok gesehen. Ich wollte sie selber unbedingt mal ausprobieren. Deswegen vielen Dank auf jeden Fall für die Sachen. Ich freue mich jetzt mega drauf, die ganzen Sachen anzuprobieren und mit euch so die Sachen zu bewerten. Nächste Woche fängt mein Studium an und ich dachte mir so ein bisschen für Herbst und Studium und so Wintersemester und sowas. So ein paar neue Klamotten können nie schaden. Vor allem sind die meisten Klamotten eher so Sportklamotten oder so sportliche Klamotten und eher praktisch. Was super ist, weil ich dieses Semester auch gleich Sport habe. Und ich möchte mich jetzt endlich mal in einem Fitnessstudio fest anmelden und generell ein bisschen mehr Sport machen, auch zu Hause in meiner Wohnung. So einen ganz neuen Lifestyle einfach. Vielleicht kennt ihr so diese Motivation am Anfang von einem Semester oder von einem Schuljahr. Ich hoffe, die bleibt auch. Aber dafür sind ja meine Videos da, um euch zu motivieren. Und ich würde sagen, wir probieren jetzt die Sachen einfach nach der Reihe an und schauen mal, wie diese sind. Let's go! Mit meinem Rabattcode JennyDE2023 könnt ihr 20% auf eure Bestellung bei Halava sparen. Links zu all meinen Produkten findet ihr in der Beschreibung. So, wir fangen mit dem ersten Teil an. Ich weiß, was das ist. Das habe ich nämlich schon anprobiert. Ich liebe das. Und zwar ist es hier so ein blaues Top. Das ist wie so eine Art Sport-BH. Man kann es voll gut als Top halt anziehen, weil das halt hier hinten so dieses Verschnörkelte hat. Es hat hier aber gleich dieses Pad wie bei einem Sport-BH drinnen. Das finde ich auf jeden Fall sehr praktisch, dass man halt einfach so 2 in 1 dann hat sozusagen. Ich habe das in Größe S bestellt und das passt mir auch sehr gut. Dazu habe ich jetzt dieses Unterteil und zwar ist das dieser Rock und den habt ihr bestimmt auch schon mal auf TikTok gesehen. Das ist so ein weißer Rock, aber eher aus so einem sportlichen Stoff und der hat einfach so eine Hose integriert da drinnen und auch hier so ein Fach fürs Handy zum Beispiel oder Kopfhörer oder was man da reintun will. Und ich stelle mir den so krass praktisch vor. Ich freue mich so übertrieben auf diesen Rock. Ja. Der Rock ist einfach toll. Das wird jetzt mein erstes Outfit, vielleicht für die Tage, wo es noch ein bisschen wärmer ist im Herbst. Oder natürlich auch so für Sport oder man kann ja auch so eine Strumpfhose drunter ziehen. Okay. Oh my god, do you remember that time we were watching a movie and then you put your arm around me and I was like... Ich habe dieses Oberteil, das ich gerade in Blau gezeigt habe, auch nochmal in Weiß, weil ich es einfach so schön finde. Vor allem dieser Rücken und man muss einfach kein BH drunter ziehen, das ist super praktisch. Das habe ich in Größe XS bestellt, damit ich so den Vergleich habe von Größe S und XS. Das passt mir aber auch sehr gut. Und dazu habe ich jetzt schon die erste Herbsthose. Und diese Hose schreit für mich wirklich nach Herbst. Ah nein, jetzt habe ich erstmal den Rock. Wir haben hier nämlich einmal diesen Rock. Und ich finde, dieser Rock ist halt wirklich perfekt für den Herbst. Also so diese Brauntöne und so. Und auch dieser Rock hat halt einfach so eine Hose drunter, was einfach super praktisch ist. Vor allem auch im Herbst, wenn es ein bisschen kälter ist, dann ist es mit dem Rock halt nicht ganz so kalt. Also das wird auf jeden Fall das nächste Outfit. Aber hier habe ich jetzt einmal die Hose, von der ich gerade gesprochen habe. Und zwar hat die den ähnlichen Stoff wie der Rock. Und das ist für mich auch so eine typische Hose für den Herbst. So sieht sie aus und auch mit diesem Braunton natürlich perfekt. Und die ist sehr, sehr warm auf jeden Fall. Also die hält schön warm. Ich konnte nicht drauf verzichten. Ich musste mir auch ein Kleid bestellen. Und zwar in Rot. Ich finde, rote Kleider machen einfach sowas her. Und das ist einfach wie so ein Partykleid. Und das hat hinten so den Rücken ein bisschen frei und kann man so eine Schleife binden. Und es macht auf jeden Fall eine sehr schöne Figur. Und es ist auch vom Stoff her einfach so angenehm zu tragen. Das kratzt nicht. Und das ist wirklich einfach super bequem. Ist auf jeden Fall sehr angenehm zum Tragen. Ich liebe Jogginghosen und ich gehe gefühlt nur mit Jogginghosen raus. Deswegen habe ich mir natürlich eine weiße Jogginghose bestellt. Ich habe die in Größe S. Die ist eben auch aus diesem Sportstoff, also vor allem so für Sport ist die natürlich perfekt. Und ich bin so gespannt, die gleich anzuprobieren. Ich hoffe, die passt, weil vielleicht ist sie ein bisschen zu groß. Aber man kann sie hier ja auch enger stellen, deswegen ist das auch gar kein Problem.
Dazu gibt es jetzt auch noch ein passendes weißes Oberteil. Also dieses Oberteil musste ich einfach bestellen. Schaut euch das bitte mal an. Das sieht jetzt schon so schön aus. Ich liebe irgendwie weiß. Ich weiß nicht, weiß ist einfach so eine schöne Farbe. Ist weiß überhaupt eine Farbe? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist das hier so ein Langarm-Shirt. Es hat auch solche Ärmel hier. Und ich finde immer diese kleinen Details, die machen es einfach so ein bisschen special. Und es ist nicht einfach nur so ein Oberteil für Sport oder so, sondern man kann es einfach auch so anziehen, so in den Alltag. Und dazu sind halt die Sachen super bequem. Und ich hasse das, wenn Sachen irgendwie unbequem sind. Deswegen habe ich oft auch nur so Pullis an. Aber ich finde, sowas sieht einfach voll schön aus und wenn es dann auch noch bequem ist, dann ist natürlich perfekt. Und auch hier sind halt die Pads einfach integriert. Das heißt, man muss kein BH drunter ziehen oder muss sich da irgendwie Sorgen machen. Ich glaube, hier ist eine Leggings drinnen. Nein, es ist ein Rock. Ich freue mich gerade so über diesen Rock. Ich habe gar nicht mehr gewusst, dass ich den bestellt habe. Den Rock habe ich in Größe XS bestellt. Und der hat hier einfach an der Seite so einen Schlitz. Und ich finde solche bisschen längeren Röcke, die können einfach so elegant aussehen. Und ich habe so einen noch nicht, deswegen ich bin so gespannt, den anzuprobieren. Und für den Herbst natürlich auch super. Ich bin gerade so hyped wegen diesem Rock. Jetzt brauche ich noch ein passendes Oberteil dazu. Ich glaube, ich habe gar kein Oberteil mehr, deswegen ziehe ich einfach dieses weiße Oberteil dazu an. Und jetzt habe ich noch eine Hose, die natürlich genau meinem Style entspricht. Und zwar liebe ich ja so Cargo-Hosen, Oversized-Look. Und deswegen habe ich mir so eine lockere, luftige Cargo-Hose für den Herbst bestellt. Das ist halt so genau mein Style mit diesen Taschen hier an der Seite. Hier weite Beine, die man natürlich aber hier auch ein bisschen enger machen kann. Ich habe die Hose in S. Die sieht am Anfang sehr groß aus, aber man macht sie mit den Schnüren hier, zieht man sie zu und dann passen die perfekt um die Hüfte und das ist sehr praktisch, weil dann müsst ihr euch dann keine Sorgen machen, dass ihr irgendwie die falsche Größe oder so bestellt habt. Ihr könnt die Hose halt einfach so eng machen, wie ihr es wollt. Hinten hat sie so Fake-Taschen und vorne hat sie natürlich auch richtige Taschen und das sind auch richtige Taschen hier an der Seite. Would you fall for me? I will fall for you. Don't you make no mistake. Jetzt habe ich hier auch nochmal was Neues. Und zwar ist das so eine Art bequeme Jeans, würde ich das beschreiben. Ich habe die früher immer getragen. Ich habe irgendwann damit aufgehört. Ich wollte es einfach nochmal probieren. Und es sind so Hosen, die gefallen meiner Mama einfach richtig gut. Und ich glaube, ich werde ihr dann ein, zwei abgeben. Und die wird sich auf jeden Fall freuen. Weil meine Mama mag das auch gar nicht, wenn die Hosen irgendwie so unbequem sind oder so. Und die haben halt einfach so einen angenehmen Stoff und sitzen wie Leggings. Die habe ich in Größe XS. Und von der Farbe her ist es jetzt einfach so wie so ein Jeansstoff. I'm so damn sorry about me. Und jetzt habe ich nochmal eine ähnliche. Auch in Größe XS habe ich diese Hose und es ist wieder der gleiche Stoff so. Und ja, so sieht die Hose aus. Hinten hat sie natürlich Taschen, vorne hat sie so Fake-Taschen, also da kann man nichts reintun. Und das ist jetzt auch schon das letzte Teil. Ich habe gar keine Ahnung, was da drinnen ist. Ah, es ist eine Leggings. Nein, das ist eine Jogginghose. Und zwar einmal in so einem herbstlicheren Ton noch, dachte ich mir. So sieht sie aus. Die kann man natürlich auch vorne enger machen. Taschen hat sie auch. Und ja, die werde ich jetzt auf jeden Fall anprobieren. Das war's mit dem Haul. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch die Sachen gefallen, ich verlinke sie euch in der Beschreibung unter dem Video. Genauso natürlich wie den Link zur Halara-Website. Natürlich habe ich auch einen Rabattcode für euch, damit ihr sparen könnt beim Bestellen. Vielen Dank für die ganzen Sachen an Halara und vielen Dank an euch, dass ihr mir das Ganze ermöglicht habt. Ich bin eigentlich nicht so der Wintermensch, aber jetzt freue ich mich tatsächlich auf den Herbst und auch auf den Winter. Man muss immer so ein bisschen zu versuchen, so Sachen, die man nicht so gern mag, zu romantisieren, weil dann wird es einfach schöner. Jetzt habe ich schon mal so eine gute Ausstattung für meinen Kleiderschrank und ich freue mich einfach, die ganzen Outfits dann zu tragen in der Uni und auch so Herbstspaziergänge zu machen. Folgt mir sehr gerne, um nichts zu verpassen von meinem Umzug, von meinem Studium, um Motivation für die Schule zu bekommen und alles. Das war es jetzt mit dem Video. Ich bedanke mich ganz herzlich beim Zuschauen und ich hoffe, ihr habt noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!